So Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Oh, Clyde! Hatte ich erwähnt, dass dir der Zugang zu dieser Zone verboten ist? So verboten! Und? Soll mich das stören? Steampack! Yes! Ich habe irgendwie gerade Schritte gehört. Das waren nicht meine eigenen. Da ist wieder Alexanderwurzel. So. Was kann denn die eigentlich genau gleich? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, die war gut. Die war gut. Hunger minus 7. Ja. Was soll's? Moment. Karte. Da sind wir jetzt irgendwie weit ab vom Weg, aber egal. Wenn wir schon mal hier sind. Y0 Forschungszentrum. So, was haben wir hier? Truhe. Patronen. Hier. Patronen. Und da liegt ein Computer einfach so rum. Terminal. Anforderungsbestellung, Ausgabe, Automatenfinanzierungsupdate. Ja, ich lese es jetzt nicht vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr es ja halt lesen. Moment, das andere klicke ich auch nochmal an. So, hier könnt ihr auch noch lesen. Einfach auf Pause schalten, ihr kennt es eh. Okay. Hier kommen wir nicht rein, gut. Gut oder schlecht, keine Ahnung. Schauen wir mal, liegt hier sonst noch irgendetwas? Oh, da geht's weiter. Okay, darauf scheinen wir auch nicht zu kommen. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Obwohl, wenn wir hier rauf gehen, hier rauf gehen. Ja, komm. Rauf. Ah. Dann kommen wir doch hinauf. Ja. Oh, da liegt ein Holoband. Nahkampfwaffenfertigkeitsbuch. Oh, schön. Dann hat sich das ja gelohnt. Dann gehen wir einfach mal weiter hier unten. Diese roten Kristalle sollen, ich habe keine Ahnung. Okay, und da vorne ist schon wieder ein Komplex. Okay, was ist das? Sieht irgendwie. Och nee. Ah, der da. Nein. Wow. Ah. Lass mich doch. Nein, ich bin schon wieder verkrüppelt. Och, verdammt. Komm. Toten Skorpionen hier. Denk, Patrick. Ich würde meinen exponentiellen Hass auf euch nicht manipulieren. Ach nee. Meine Arme sind ja wieder verkrüppelt. Kann ich ja wieder nicht zielen. Was war das gleich? Hydra. Ja, ein Hydra. Damit ich hier ordentlich zielen kann. So, jetzt aber. Tod dem Skorpion. Jetzt aber. Oh Mann. So. Der hier. Stealth Boy. Yes. Das ist gut. Das ist gut. Stealth Boy ist sehr gut. So, was hast du noch? Energiezelle.
schämen. Oh nee, noch einer. Ja, wie viel sind denn hier noch? Und wir gehen echt langsam die Stimpacks hier aus. Noch erwischt. Du kommst mir nicht. So. Oh Mann, 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 Mann. Okay, hier sind ein paar Mented. Haben wir hier. 308er Patronen. Nehmen wir mit. So, hier. Energiezelle nehmen wir mit. Nein. Und Energiezelle und Stealth Boy. Wunderbar. So, dann möchte ich nochmal in den Komplex da reinschauen. Ob sich da drin irgendwas verbirgt in X. Soll das ein U sein? Vielleicht. Vielleicht auch ein Y. Kommen wir da rein. Einfach mal ein Schlüssel. Robo-Kriegsführungseinrichtung. Oh Mann. Jetzt mal, da kommt noch einiges auf uns zu und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten hier noch gar nicht sein. Da kann man nichts rausholen. Oh, da hinten geht es auch noch. Big MT Nordtunnel. Aha, aha, okay, bei solchen Tunneln hat es normalerweise immer einen Eingang gegeben, aber hier nicht. Die Kisten können wir auch nicht öffnen, da geht's auch nirgends lang. Da haben wir schon wieder einen Skorpion. So. Den werden wir uns gleich entledigen. Skorpione, wie ich sie hasse. Ja, komm. Hey, wo will der hin? Da komm her, hier. Kommst du her? In den Arsch. Wird meine Roboskorpione den Krater erobert haben. Leider ist das Ding ziemlich groß und es ist gar nicht so leicht, alles zu erobern. Ja, vor allem, wenn ich deine Roboskorpione immer kaputt mache. So. Da auch noch Energiezellen. So, sehe ich hier was? Nee, eigentlich nicht. Gut, aber irgendwo hier muss ein Eingang sein. Können wir mal da rein. Da stehen eh noch ein paar Kisten, die möchte ich eh noch durchsuchen. Und wieder 357er Patronen und Mikrofusionszellen. Ja. Die brauche ich eh dringend. Oh, da haben wir wieder ein paar Metallkisten. Korken, Vorkriegsgeld. Und Korb. Wenn man eigentlich bedenkt, wir haben das Perk, wir finden doppelt so viel Kronkorken. Wir finden wirklich nur geringe Mengen. Also es ist lächerlich. Radix. Schadet nicht. Wir könnten uns eigentlich mal eins geben. Radix. Denn unsere Verstrahlung. Ja, okay. Ha. Die ist ziemlich gering. Da geht's uns gut. Und wir haben schon wieder jene Menge Durst. Müde, wir sind leicht müde, wir sind sehr durstig. Dann werden wir mal hier. Gegrillte Schrecke. Ja, nehmen wir mal. Irgendwas gegen Müdigkeit. Außer Schlafen.
Turbo, nee. Haben wir irgendwas gegen Müdigkeit? Eine Nuka-Cola. Müdigkeit minus 23, nee. Da haben wir nix, da haben wir nur ein Kram. Atomcocktail, yes. Sowas brauche ich. So, jetzt müsste es uns eigentlich wieder gut gehen. 35, 0, Müdigkeit 0, ja. Genau deswegen packe ich immer alle Atomcocktails ein. Da müssen wir nicht schlafen, vor allem hier. Können wir sowieso nicht schlafen. Gut, müssen wir da rein? Da müssen wir rein, jawohl. Gut, aber ich mache hier mal einen Cut und wir, was wir da drin dann zu Gesicht bekommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.